Da sind wir wieder zurück mit Spiel 3, das erste Spiel 3 in dieser Creator Edition von King of Cologne. Und ich kann es kaum abwarten. Spiel 1 war ein bisschen stolprig, Spiel 2 war sehr entertaining. Deine Hessis haben in Spiel 2 nicht mehr ganz so gut gegriffen. Vielleicht musst du mal ein, zwei Würfe einstreuen vom Gefühl her. Was ist so dein Gameplan für Spiel 3, das entscheidende jetzt? Ich muss es hinbekommen, tatsächlich meine Würfe zu nehmen. Auch wenn ich den Kauf nehme, nicht zu treffen, dass er trotzdem rangehen muss. Und Korbleger-Finishen, die habe ich auch nicht so gut reingemacht, wirklich ehrlich. Ja, Mann. Ja, die Reach ist auf jeden Fall ein Thema. Und auch bei der Offense hast du die da gut irgendwie so reingesneakt. Lief gut. Willst du daran anknüpfen einfach? Oder was sind jetzt so, was ist dein Gameplan, ohne zu viel zu verraten, hier an den jungen Mann zu meiner Rechten? Ja, ich würde sagen, eine gute Mischung jetzt. Damit meine Größe nutzen, weiter so wie eben. Und dann halt noch ein paar Würfe, die fallen ja manchmal auch. Ja, Mann. Und ich glaube, da wird das. Nice. Ich bin gespannt, ich bin gehypt und will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Spiel 3 zwischen den beiden Jungs auf TikTok vor allem, aber jetzt auch hier auf YouTube. Let's get it. Go! Oh!
hey Freunde, das ist doch das, was wir sehen wollen bei einem Game 3. Es ging auch noch bis 6, es war entscheidend und es war alles dabei. Und wir haben den Signature von Jakob gesehen, den Druckkorbleger von oben, den Dunking. Nice. Slomking auch hart gebattelt, du bist immer wieder zum Korb gegangen. Ich dachte, jetzt musst du aber mal einen swischen. Du hast immer wieder den Weg zum Korb gesucht, hat sich ja auch bezahlt gemacht, hat funktioniert. Woran hat es dann bei dem sehr, sehr knappen Game am Ende doch gelegen? Ja, ich bin zweimal blöd gelandet und das waren halt zwei easy Fast Breaks und das macht halt den Unterschied am Ende aus. Ja. Und die Finishes über Jakob waren auch nicht die einfachsten teilweise, ne? Du hattest, glaube ich, ein, zwei zum Game, die dann nicht gefallen sind. Der hat es dir nicht einfach gemacht, oder? Ja, auf keinen Fall. Gerade auch mit dem Abspringen dann ist halt ein bisschen schade, aber hat er sehr stark gekämpft. Ja. Gut gespielt, muss man Props geben auf jeden Fall. Yes, Mann. Respekt an dich auf jeden Fall. Der Kleinste gegen den Größten. Game 3, es war eine knappe Geschichte. Jetzt der jüngste Teilnehmer, Jakob. Game 3, direkt eine wilde, knappe Serie gegen deinen TikTok-Kollegen. Wie hat es sich angefühlt und wie war Game 3 das Entscheidende für dich? Also es war erstmal mörderisch von der Kondition. Und wir wissen ja auch alle, dass es genauso gut auch andersrum hätte ausgehen können. Aber es hat mega Bock gemacht und nice. Ja, war schön. War auf jeden Fall richtig schön. Yes. Und jetzt steht das Halbfinale an für dich. Du siehst ja gleich die nächste Partie und ihr auch. Das ist dann das nächste Matchup, das letzte Viertelfinale von Rimdog gegen Seabass. Ja, da kannst du ja schon mal ein bisschen scouten und gucken. Ihr seid dann natürlich auch wieder dabei. Viertelfinale 4, Spiel 1 ist das nächste und wir hören jetzt nochmal mit Max kurz zusammen die Analyse für diese Serie. Okay Max, wir haben die dritte und vorletzte Serie gesehen, das Viertelfinale der TikToker. Slomking und Jakob haben es sich krass eingebaut. Wie hast du die Serie erlebt? Ey, drei Spiele, dann noch über 6, Chase Downblock, Dunk, Crossover, ey was? Also bisher würde ich sagen, Wahnsinnsserie und am Ende vielleicht doch so ein bisschen überraschender Sieger. Also auch sich reingefuchst, Jakob. Im ersten Spiel ein bisschen Probleme gehabt mit der Defense und dann hat man gemerkt, Wingspan ausgenutzt. Ja, der ist immer besser reingekommen, ne? Spiel 1 war von beiden so und ich dachte so, Jakob, jüngster Teilnehmer, bisschen nervös. Im zweiten Spiel dann echt viel reguliert, ne? Auch viel mit seinen langen Armen da irgendwie hantiert. Und im letzten Spiel ist die Serie eigentlich offen. Slomking hat ein paar einfache. Wie siehst du jetzt die Chancen für Jakob im weiteren Turnierverlauf? Ich glaube, dass Jakob schwer zu verteidigen ist, wenn er schnell spielen kann. Weil dann einfach mit der Größe, mit den langen Armen, wir haben das gesehen mit dem Right Finish, du kommst halt oben nicht hin, ne? Und dann noch der Jump dazu, dann ist er, keine Ahnung, 2'10 in der Höhe, was willst du dagegen machen, ne? Und das hat Slomking am Ende auch auf jeden Fall einige Punkte gekostet. Ja, Mann. Die nächste Serie hat es auch in sich, das letzte Viertelfinale. Wir sehen den Rimdog, Dennis, den Schuh-Performance-Tester schlechthin, gegen Seabass. Auch zwei Jungs, die, glaube ich, ganz gut aufgestellt sind, wenn es um die Skills geht. Da gucken wir aber nochmal gesondert rein im nächsten Video. Die Jungs kommen dann an den Start. Nächstes Video, letztes Viertelfinale. Und das war's für diese Serie. Freut euch auf die nächste. Let's get it.